Wir sind die Geistergang und ich bin der Geisterboss. Luigi, der Geisterboss, spaziert mit seinen Freunden. Aber ob er das so gut findet? Katztastisch! Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3 hier auf Katze. Wir sammeln die letzten Juwelen im Spiel, Bonusfolge sozusagen. Und wir kämpfen uns von unten nach oben. Von den Wasseranlagen, vom Keller, von der Lobby bis hin zum VIP-Raum, zur VIP-Etage, auf der wir uns gerade befinden. Hier gibt es für mich das nächste Juwel zu finden, doch vorher sollte ich mich mal um die Geister kümmern. Denn die würden mich an dieser Stelle nur stören. So, Moment, sobald ich dich habe, schleudere ich dich auf die anderen. Ja, perfekt. Der andere hat auch noch 80 Punkte oder 80 Kraftpunkte. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich beide besiegt. Wunderbar. Sehr gut, Luigi. So, hier drin muss es eigentlich sein. Das ist gar nicht so schwer versteckt. Allerdings haben wir diese Waschküche auch nie gefunden, weil ich auch nie den Automaten da rausgezogen habe. Jetzt fehlt uns nur noch ein Juwel auf dieser Etage. Und das ist das letzte gewesen, das gelbe Juwel. Was gibt es hier noch? Mal sehen. Uah, stinke Socken! Wobei, die waren wahrscheinlich gewaschen. Das war der Trockner, oder? Dann hat es also doch nicht so gestunken. Oh, Luigi, das Telefon klingelt. Mal sehen, wer da dran ist. Hallo? Okay, irgendeiner lacht ins Telefon. Grausig, grausig, gruselig. Oh, noch mehr Geister. Tut mir leid, ich habe jetzt leider keine Zeit, um mich mit euch zu spielen. Ich muss jetzt leider weiter, um das letzte Juwel zu finden. Moment, sind wir hier richtig? Ne, Moment, da ist gar kein Raum. Hier ist der Raum, da muss ich rein. Ich lasse dich in Ruhe. So, das war der Raum von Mario. Und im Badezimmer müsse das letzte Juwel zu finden sein. Gehen wir gleich mal da durch. Die Frage ist nur, wo? Vielleicht muss ich mit Luigi durch den Abfluss. Und? Ja, da ist was zu entdecken, aber ist da auch das Juwel? Man weiß es nicht. Ich ziehe aber mal dran. Achtung. Was kann ich hier deaktivieren? An diesem Ventil. So, perfekt. Ah, ja. Dann komme ich wenigstens mal zur Kiste. Aber ist da das Juwel schon drin? Nee, das leider nicht. Dafür ganz viele Münzen. Kann ja nicht schaden. Okay, Luigi, dann schau du mal weiter, ob du was entdeckst. So. Ah, ich glaube hier, das hat was mit dem Wasser zu tun. In der Badewanne. Ich glaube, das müssen wir mit Wasser füllen. War das nicht so? Weil ansonsten können wir hier nichts aktivieren. So, Achtung. Pusten, nicht saugen, sondern pusten mit dem Staubsauger. Andere Taste drücken. Und dafür kriegen wir diesen Mini-Koffer. Wahrscheinlich ist es so ein Kulturbeutel. Und da war das letzte Juwel im VIP-Zimmer. Coole Sache. Weiter geht es für uns auf der nächsten Etage und das ist die Ritterburg. In der Ritterburg waren wir schon ziemlich fleißig. Da fehlen uns auch nur zwei. Erstmal da durch. Mit der Hilfe von Luigi und dann wird kräftig an dieser Glocke gezogen, sodass Luigi hier durchlaufen kann. So, schwuppdiwupps. Und bereits hier soll ein Juwel versteckt sein. Wo genau? Keinen blassen Schimmer. Schauen wir mal. Und zack, weg damit. Hallihallo. Oh, da ist nur eine Wand. Da kann man gar nicht durchlaufen. Dann sieht das hier womöglich genauso aus. Auch keine versteckte Tür. Auch hier ist nichts. Oh, 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 oh. Ich glaube, ja, hier ist irgendwas. Hier ist irgendwo etwas. Ah ja. Dann wird dieser Ritter etwas mit meinem versteckten Juwel zu tun haben. Mal sehen. Boom. Ah ja, da ist es. Das rote Juwel. Fehlt nur noch das gelbe. Und wer hätte es gedacht? Das gelbe Juwel haben wir sogar schon mal gesehen. Ja, tatsächlich. Und zwar im Spielverlauf, als wir in diesem Aufzugsraum waren. Hier in der Mitte, im Käfig, ist das gelbe Juwel. Was ich damals nicht gesehen habe, ist, dass es links an der Wand auch sowas wie eine Art Ventilator gibt. Eine Art Drehscheibe. Wenn ich da dagegen puste oder sauge, dann kommt das langsam aber sicher nach unten.
Und dann kann ich mit Luigi einfach da durchgreifen. Denn er kann ja durch das Gitter laufen. Zack, schon haben wir alle auf der Ritteretage. Weiter geht es für uns auf der nächsten Etage. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal den Hinweis geben, falls euch ganz andere Juwelen fehlen, als die, die ich hier in den Bonus-Episoden sammle, dann schaut euch bitte die Folgen 1 bis 33 an. Denn ich weiß aus dem Kopf nicht heraus, wo diese Juwelen sind, die ich schon damals gefunden habe. Okay, dann einmal dadurch. Hier auf der Pflanzen, auf der Öko-Etage, gehört ja eigentlich so zu meinen Lieblingsetagen. Und man muss dazu sagen, nicht wegen dem Endboss, wegen dem bösen Geisteropa, sondern einfach nur, weil ich so schön finde, wie natürlich das alles gehalten ist. Wobei, was heißt natürlich? Die Natur hat sich hier im Hotel durchgekämpft, das muss man so sagen. Das ist wie die starken Pflanzen, die sich durch Asphalt einen Weg an die Oberfläche bahnen, um Sonnenlicht abzubekommen. Okay, dann ziehen wir mal kräftig hier und... Oh, ich glaube, das ist schon das geheime Versteck zum Juwel. Jetzt sind wir nämlich oben auf dem Bett und oben ist eine Pflanze. Und die beinhaltet das Juwel in Rot. Fehlt uns nur noch das weiße Juwel, das durchsichtige. Und das finden wir in einem ganz anderen Raum. Los geht's. Und zwar hier, im ehemaligen Melonenraum. Hier kann man auch irgendwo etwas finden. Ich muss selbst noch herausfinden, was es war. Wenn ich das hier mit Wasser fülle, bringt das eigentlich gar nichts. Auch hier ist nichts. Das ist aber sehr auffällig. Was ist hier? Kann ich auch nichts deaktivieren, oder? Ah, schaut mal, hier ist was Verstecktes. Ein Abfluss. Wieder mal ein versteckter Abfluss. Das ist so typisch für Luigi's Mansion 3. Viele Geheimnisse sind unsichtbar und lassen sich nur mit der Düsterlampe wieder sichtbar machen. Also da müsst ihr drauf achten, wenn ihr selbst auf Erkundungsjagd geht, öfters mal eure Regenbogenlampe einzusetzen, die Düsterlampe, um, wie schon gesagt, Unsichtbares wieder sichtbar zu machen. Und da ist kein Juwel. Sehr, sehr komisch. Wo soll denn das Juwel hier sein? Äußerst mysteriös. Hat das irgendwas mit der Pflanze da unten zu tun? Aber eine Gießkanne habe ich ja nicht. Jetzt stehe ich selbst auf dem Schlauch. Mal sehen, Düsterlampe. Findest du was? Oh ja, tatsächlich. Ah, da wird das Rohr wahrscheinlich komplettiert, sodass das Wasser da durchlaufen kann und somit das Pflänzchen bewässert. Ja, so viel zum Thema Düsterlampe. Ihr habt's gesehen, auch dieses Rätsel habe ich mit der Düsterlampe lösen können. Und somit kommen wir zu unserem weißen Juwel und haben alle Juwelen im Öko-Haus gefunden. Coole Sache. So, dann würde ich sagen, Luigi, du kannst hier raus, wenn es denn klappt. Und dann heißt es, ab geht's zur nächsten Etage. Und dazu fahren wir mit dem Aufzug Mario nach oben. Und wo sind wir? Mario. Richtig, auf der Filmetage. Da waren wir auch schon sehr, sehr fleißig, was das Sammeln von Juwelen angeht. Aber eine Sache, die wir damals schon gesehen haben, aber nicht vollendet haben, holen wir jetzt nach. Erinnert ihr euch noch an den Eisblock, in dem ein Juwel versteckt ist? Genau das haben wir damals nicht gemacht. Von daher ist es Zeit, diesen Eisblock, der hier oben ist, nochmal zu holen und den dann zu entflammen. Den zu einer Feuerstelle zu bringen. So, das ist schon mal runtergebracht. Ich muss nochmal zurücklaufen. Schneller geht's hier leider nicht. Und schwuppdiwupp. Hallo Luigi, da bin ich wieder. Bye bye. Dankeschön. Bye bye. Oh, Luigi. Am besten gehen wir zur Feuerwehr, oder? Da gab es noch genug Feuer. Ich glaube, das ist der Bildschirm. Also schön den Eisblock mitnehmen. Und zack, kommen wir hier raus. Mal sehen. Hier gibt es irgendwie kein Feuer mehr. Ich glaube, das Feuer gab es ja nur im Film, oder? Wenn wir den Film eingeschaltet haben. Also durch die Kamera geschaut haben. Dann lasst es mich anders machen, dann gehe ich nochmal
in den Raum mit der riesigen Spinne, die es jetzt nicht mehr gibt, aber damals gab es diese. Weil da gibt es doch eine Fackel. Und diese Fackel wird dafür sorgen, dass ich meinen Eisblock hier schmelzen kann. Guck mal. Ja, wunderbar. Easy. Filmstudio komplett. Ja, wir hatten alles bis auf das blaue Juwel. Coole Sache. Weiter geht's zur nächsten Etage. Hier wieder im Aufzug und Mario? Wir sind jetzt im Museum. Mario? Ja, ja, im Museum fehlt uns auch noch ein bisschen was. Und dazu brauchen wir aber erst einmal einen Knochen. Denn ohne Knochen kommen wir hier nicht durch. Und hier im Eingangsbereich sollte auch was sein. Hm. Naja, ich sag mal so, vielleicht lohnt es sich erst einmal den Knochen zu holen. Denn mit Hilfe des Knochens kann ich hier die Glasvitrinen unter anderem kaputt machen. Schrubbel die, schrubbel da, ich hole mir einen Knochen da oder so. Oh oh, was war das denn? Irgendwas hat man gerade im Hintergrund gesehen. Was ist denn hier los? Entschuldigung, ich muss leider los. Oh nein, die folgen mir. Die folgen mir. Ah, bitte lass mich in Ruhe. Ich bin ein Ghostbuster. Die Geister sind meine Freunde. Oh, 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 oh. Hey, die können ja auch Sachen kaputt machen. Die Vitrinen, die großen, die roten. Das ist ja mal cool. Das ist gut zu wissen. So, hier gibt es eine Vase. Ist da was drin? Oh Mann, ihr stört aber ein bisschen, Freunde. Ich glaube, jetzt haben wir hier ein bisschen das, ich möchte mal sagen, Dilemma mit den Geistern. Weil es ziemlich viele sind und der Rote, der ist schon ziemlich mächtig. Oh, ich muss die irgendwie in Schach halten. Okay, 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 nein! So, weg mit euch. Alle mal einsaugen. Und wusch. Perfekt, perfekt. Das machen wir fabelhaft. Wir sind die Letzten. Ist der Rote schon weg? Ich weiß es gar nicht. Ja, haben wir den schon? Das weiß ich auch nicht. Diesen Juwelengeist. Gucken wir gleich mal. Oh, der Rote ist auch noch da hinten. Okay, das weiße Juwel hatten wir schon. Uns fehlt nur lila und grün. Aber jetzt haben wir noch zwei von denen. Die saugen mir meine Energie weg. Ich habe nicht mehr viel Energie. Ich muss aufpassen. Oh, allein die Stampfattacke ist schon sehr gefährlich. Okay, wer hätte es gedacht, dass wir noch mal so viel Ärger bekommen mit den ganzen Geistern hier. So, den kleinen kann ich so einsaugen. Und der große, komm, 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 komm. Hat nicht funktioniert. Nein, ich habe kaum Energie. Das gibt es nicht. Komm, komm, den gelben muss ich jetzt dagegen schleudern. Irgendwie muss ich es versuchen. Ja, komm hier rüber. Komischer roter Gegner. Oh, zum Glück. Oh, der hätte mich fast erwischt. Oh, heikle Angelegenheit. Okay, ich kümmere mich gleich um die anderen. So, mit diesem Skelett können wir da den Flugsaurier kaputt machen. Hier im Eingangsbereich. Und der versteckt ein Element, ein Juwel. Schaut mal. Zack. Da ist das grüne Juwel gewesen. Jetzt fehlt uns nur noch lila. Und das ist auch ganz in der Nähe. Jetzt sollte ich mich aber erstmal um den gelben Geist hier kümmern. Hey, komm, zeig dich nochmal, Freundchen. So, damit du nicht störst und nicht irgendwelche Dinge auf meinen Kopf wirfst. So, der wäre geschafft. Jetzt noch hier der Kleine. Und der Große noch. Wo ist denn eigentlich mein Knochen? Ich suche eigentlich meinen Knochen. Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Aber gut, wenn ihr unbedingt wollt. So, bitteschön. Das ist der letzte, dann habe ich sie alle. So, stehen geblieben. Und eins und zwei. Ja, den muss ich, glaube ich, gleich nochmal einsaugen. Ja, 25 Kraftpunkte hat er noch. Ah, ich habe meinen Knochen gesehen, der ist da hinten. Direkt an der Wand, zur Tür hinaus. So, und jetzt noch einmal einsaugen und dann... Oh, ich habe den Knochen, den brauche ich jetzt aber nicht. So, weißt du was? Ich glaube, ich denke mir, mach was du willst. Ich kümmere mich jetzt um was anderes. Und zwar, hier muss ich diese Vitrine kaputt machen. Und dann soll hier irgendwo das Juwel sein. Vielleicht unsichtbar. Ja, da ist es. Da ist es auch schon. Wer hätte gedacht, dass mal ein Juwel sogar unsichtbar ist? Sonst sind das immer irgendwelche Gegenstände. Aber Juwelen? Damit haben wir das Museum auch komplettiert. Weiter zur nächsten Etage.
Und die nächste Etage ist die ägyptische Etage. Ja, ja, die war auch sehr cool. Hier fehlt uns allerdings auch nicht viel. Genauer gesagt, eigentlich sogar nur ein einziges Juwel. Ein Juwel, welches, welches wir nicht eingesammelt haben. Wer ist da? Hey, stehen geblieben. Das ist schon gefährlich hier. Was machen die denn alle? Einmal abgestürzt. Oh nein, ein Opferaltar. Weg hier. Der arme Luigi. Hier in der Nähe soll das sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube sogar hier in diesem Abfluss. Gucken wir mal. Einmal durch das Gitter. Und dann könnte hier schon das letzte Juwel sein. Das letzte Juwel auf dieser Etage. Alle anderen habe ich. Ja, da ist es. Das grüne. Das grüne Schlangenjuwel. Sehr, sehr gut. Wir haben wieder, muss ich sagen, fleißig gesammelt, oder? Meine Lieben, bleibt katztastisch.